Hallo liebe Abenteurer und willkommen zu einem neuen Part Let's Play Hawks. Wir spielen heute die Operation Red Eagle in Washington DC, USA. Neue Geheimdienstinformationen lassen darauf schließen, dass Artemis einen massiven Präventivschlag gegen die USA plant. Ja genau, letztes Mal haben wir nämlich ihre Satelliten schon zerstört und die dachten sich schon vorher, dass wir das machen und haben dann auch unseren Satelliten zerstört und sind so... Also dadurch sind sie dann durch unser Radar gekommen und haben dann können jetzt die Ostküste angreifen, was sie jetzt anscheinend auch machen, und zwar in Washington DC. Es gibt 35% Jagdflieger, 12% Bomber, 53% Bodentruppen, also überwiegend Bodentruppen, keine Luftverteidigung, keine Marineeinheiten und keine Helikopter. Gut, es leckt wieder ein klein wenig, das ist ja nicht so toll, aber egal. So. Wir nehmen natürlich dieses empfohlene Flugzeug mal wieder, F-16 Fighting Falcon. Und eigentlich haben wir auch zwei neue, soweit ich weiß, bekommen. Die war es, glaube ich, nicht. Naja. Die werden ja immer noch als neu angezeigt, obwohl die gar nicht so neu sind. Was für mich schon leicht fraglich ist. Aber egal. Wir wollen die F-16 Fighting Falcon nehmen. Hier noch mal kurz in die Details. Vielseitig. Flugzeug schaltet Boden- und Luftziele schnell aus. Auf. So ein Rechtschreibfehler. Auf, aus, ja. Hohe Zuladung. Dieses Flugzeug kann mehr Munition laden als viele andere. Gut, dann nehmen wir das mal. Das ist ein guter Luftbodenflieger, wie es aussieht. Ein Allrounder. Und wir haben nur ein Waffenpaket dafür. Und ich möchte nicht, dass er so leckt. So, geht doch. Wir haben Joint Strike Raketen, radargelenkte Raketen und Täuschkörper, radargelenkte Raketen. Ich mag radargelenkte Raketen. Jo. Dann wollen wir Artemis mal hier in die Schranken weisen. Obwohl, sie greifen uns gerade an. Ja, gut, in die Schranken weisen. Drängen sie zurück. Wir machen das schon. Irgendwie. Wir schaffen das. Sind ja nur unsere früheren, ne? Arbeitgeber und so. Aber egal. Für unser Land und so weiter. So, wir starten direkt in die Action rein. Und hier geht's schon heiß her, wie es aussieht. US-Kräfte auf dieser Frequenz. Hier ist Major Wallace vom Generalstab. Melden Sie sofort Ihren Status. Ich wiederhole. Major Wallace, hier ist Schwarm Hawks von der USS James Lawrence. Wir haben Position über dem Kapitol und sind voll bewaffnet. Wie ist die Lage? Nordcom ist offline und wir kommen zu keiner Forschbasen in der Nähe durch. Was können Sie berichten? Sir, Artemis-Flieger greifen überall in der Stadt strategische Ziele an. Außerdem ordne ich eine große Streitwaffe, die sich aus Richtung der Chesapeake Bay nähert. Wie lauten die Befehle, Sir? Ich weiß nicht, was ich Ihnen sagen soll, Hawks. Es herrscht Chaos. Greifen Sie bis auf weitere feindliche Einheiten nach eigenem Ermessen an. Ja. Wie es aussieht, gibt es ja auch nicht viel zu sagen zu der Mission, da, also keine Zwischensequenz oder so, da ja die Eile drängt, keiner hat Zeit mit uns zu reden. Ja, ich mache hier schon fast gar nichts, ist kein Ding. Und jetzt haben auch die Lecks aufgehört. Meine Fresse, sehr lange gedauert. Ach, Mann. Oh ja. Genau, Lex. Mach mal weiter so. Meine Fresse. Was soll das? Ein Spiel? Ja, das gibt's doch nicht. Warum leck ich bei der Mission so sehr? Einen Moment, Leute. So, Leute, da wäre ich wieder. Ich hoffe, das leckt jetzt nicht wieder so derbe. Und doch, es leckt wieder so derbe. Das kann daran liegen, dass da vielleicht so viele Ziele sind oder so. Ja, das würde ich dir auch empfehlen. Schön mit der radargelenkten Rakete aus. Scheiße. Naja. Na komm schon. Die sollen mich nicht angreifen. Ja, und die sind alle hinter mir her, falls ihr das auf dem Radar vielleicht sehen könnt. Warum leckt diese Mission so? Krass. Das hab ich ja noch nie. Die Rakete hat sie verloren. Warnung. Ich
Ich habe keine Flares mehr und kann nichts mehr tun. Brauche... Ja, ja. Brauchst du was? Sprich mit uns. Ihr macht das gut, Hawks. Haltet ihr uns noch eine Weile vom Hals. Verstanden, Sir. Wir machen so, weg mit dem Nex. Durch Unterstützung im Ziel. Der Feind erleidet schwere Verluste. Warnung. Sturzflug, Talon. Nachbrenner ein und hängt da. Verdammter Mist. Weg mit dem Nex. Aber ich glaube, ich bin okay. Meine Fresse, was soll das? Wir Tiger 2-0, bin getroffen, steige aus! Na super. Kann ich nicht hier mal irgendwen abschießen oder so? Wir organisieren unsere Truppen und erarbeiten einen Schlachtplan, Hawks, kämpft weiter! Ja, ich bin dabei. Ich erkenne keine neuen Einschriften im Gegner mehr. Der Arsch des Angriffs fällt in sich zusammen. Ein Bandit hat mich erfasst, ich weiche aus! So, weg mit den Decks. Aber bestimmt auch nicht für lange. Was sage ich? Und wir wurden getroffen. Mann! Es liegt ja einen richtig auf. Ja. Es tut mir furchtbar leid, dass es so krass leckt. Das ist auch kein Wunder bei den ganzen Flugzeugen, die hier rumfliegen. Das ist ja eine riesen Invasion. Ja gut, muss man hier ausweichen. Hey. Das geht mich voll auf. Oh, ist klar. Durch die Lex. Stirb doch. Guter Start. Verfolgung an Punkt. Ja. Guter Schuss, Schwarmführer. Schwarmführer, die haben einen Bandit nach Hause. Stirb doch. Eine Schutzzone um das Stadtzentrum errichtet. Es ist lebenswichtig, dass Artemis diese Linie nicht durchbricht. Wenn sich der Feind zu lange hinter unseren Linien aufhält, ist unsere Verteidigung gefährdet. Verstärkung ist auf dem Weg, aber bis sie ankommt, stehen nur wir zwischen Artemis und unserer Hauptstadt. Super. Sie die Bodentruppen, indem die Feinde angreifen, die auf die Wer hat mir mein Ziel weggeballert? Sie auf feindliche Jäger. Schwarmhawks bestätigt, Sir. Wir halten die Linie. Ist der Präsident sicher? Das wissen wir nicht. Zu Beginn des Angriffs haben wir den Kontakt verloren. Ja, das ist sehr praktisch. Wir wissen nicht mal, ob unser Präsident noch lebt. Na super. Und da sind auch schon die Bodentruppen. Auf die Frachter. Ein Avex-Flieger und Jäger sind auf dem Weg von Edwards. Bis dahin müssen sie uns alle Hilfe geben, die sie können. Bis unsere Verstärkung eintrifft, müssen sie einen Durchbruch des Feindes verhindern. Ich bin dabei. Ziel aufgeschaltet. Komm. Feindflieger abgeschossen. Also die Mission, die ist ultra laggy. Ja, ja, irgendein Flieger hat mich hier im Radar, aber das ist nicht schlimm. Klingt gut. Bomberpiloten, das. Okay. Ja, mal abbiegen und hui. Schattier. Mich kriegt ihr nicht. Ich krieg auch nicht. Verstanden, Torfeld. Wir kümmern uns darum. Bestätigt, Talon. Ich denke dich. Gehen wir fahren. Oh. Das ist wieder spannend hier, Leute. Artemis-Truppen kommen näher. Schnell, Hawks. Ohne sie haben wir keine Chance. Verstanden, Sir. Wir sind bereit.
Ein unmittelbarer. Verstärkung in 5 Minuten. Eine unmittelbare Rakete vor euch. Für dich auch. Sehr schön. So, jetzt machen wir weiter mit dem Panzer da hinten. Mann, ich hasse Lex. Können wir mal aufhören? Nein, natürlich nicht. Verdammt. Ich brauche noch einen Schuss. Panzer. Oh. Nein. Nicht abstürzen. Ach Gott, Leute. Das ist zum Kotzen. Panzer Nummer 1, Panzer Nummer 2. So, jetzt habe ich einmal meinen Täuschkörper eingesetzt, weil es gerade anders nicht ging. Was ist das, Leute? Wer geht hier vor? So, ich glaube, ich habe jetzt den Fehler gefunden, den ich gemacht habe. Ich habe, glaube ich, Firefox angelassen. Und ich hoffe, dass... Ja, ist doch schon viel flüssiger. Das gefällt mir schon besser. Also, gut. Wollen wir jetzt mal den Arm nicht... hier den, Tag nicht vor dem Abend lohnen und so oder so. Wie das schon auch geht. Shit happens. Tja. Ach man, hier greifen wir den Panzer da an. Den Panzer, den ich dann da angewählt habe. Na boom. Schwarmführer meldet Foxkill. Ich sehe einen Schwarm Artemis-Transporter in großer Entfernung. Schaltet sie aus, bevor sie die Luftwaffe abladen können. Ja, es wird schwer, glaube ich. Waffe wird durchhalten. Verstärkung kommt in 3 Minuten. Schwarmführer, Sie haben einen Banditen am Heck. Rakete gestartet. Guter Abschuss. Verfolgung am Weg. Weg mit dem Banditen. Keine Zeit für dich. Abi, der ist der sauber erfasst. Täuschkörper. Die feindlichen Transporter laden Panzer in ihrem Gebiet ab. Wir sehen sie, Top-Hem. Sie zerstört. Alles klar. Immer schön auf die Panzer gehen. Waffe aufgeschaltet. Ja, der da gelenkte Rakete sollte das richten. Panzer nähern sich der Schutzzone. Direkt an Treffer. Aha, sogar beide. So, hier. Ich damit auch beide treffe? Ich glaube nicht. So, den mal mit einem normalen G-Strike. Da ist mir die Radarbelenkrakete zu schade für. Luftkampfprofi. So, und da, die kommen mir zu nah. Ziel erfasst. Also. So, machen wir mal so. Ich kann da auch so, ist kein Problem. Sieht ich auch. Ist ja nicht schwer. Was für eine Warnung. Kann nicht mal Warnung. So, jetzt haben die inzwischen schon wieder neue Panzer aufgeladen, wie es aussieht. Rakete am Heck, nach meiner Ein- und Ausweichwand überlegen. Oder Täuschkörper zu. Jetzt gefallen mir die Täuschkörper doch so gut. Gehört, Herren? Lass dich in der nächsten Minute nicht abschießen. Und gleichzeitig dich auf dem größten raushalten? Ich kann nicht zaubern, Casper. Tja, Casper. Er kann leider nicht zaubern. Einen dieser Frachter können wir doch kaputt machen, oder? Beim Vorbeifliegen. Erstmal ein paar Raketen drauf geschossen. Bam. Verstärkung
Schiffe von Nordosten ein. Sie sollten sie jeden Moment sehen. Ich sehe sie, Toppin. Habe Sichtkontakt zu US-Jägern. Kurs 338. Und bam. Was daneben. Voll getroffen, ja. Auf die Panzer. Oh, screw you, Panzer. Ein Panzer rückt zur Schutzzone vor. Ups. Der eine war verschossen. Und wir sind im Sturzflug. Ortswarn, ihr Koga-Führer. Die Kavallerie ist da. Yay. Kompass, bitte mögliche Zielobjekte anweisen. Es wurde aber auch langsam Zeit. Ja, wir waren nicht sicher, ob überhaupt Banditen für euch übrig bleiben. Swarm Koga bereithalten für Zielkoordinaten. Ich leite sie zu den Artemis-Nachschubtruppen am Rand der Stadt. Verstanden, Toppe. Kuga, schnappt sie euch. Jo, schnapp sie euch mal. Ja, wir haben die nur von der Nase weggeschnappt. Hier, meine Freunde hier. So eine Mick. Die krieg ich. Also, so Leute, das war ein unerwarteter Schnitt. Leider ist bei mir ein Teil der Aufnahme abgeschmiert und ja, ihr habt sowieso nicht viel verpasst. Die haben jetzt nur gesagt, ja, wir haben sie verteidigt und so, und es leckt schon wieder so krass. Was soll das eigentlich? Leute, Leute, ich kann es nicht mehr abhaben. Egal, wir spielen jetzt nur noch, ach Gott, ja, nur noch das Mission erfolgreich Schild ab, denn da sind jetzt nur noch die paar Dingens gekommen, paar Einheiten und haben alles abgeschossen. Ja, wir haben Operation Red Eagle die Trophäe erhalten, ist ja ganz toll. Ja, wir haben Washington DC befreit mit einigen tausend Lecks. So, und jetzt sollten die... Ach, meine Güte. Was ist denn die Wahrheit? Ja gut, jetzt kann ich dafür jetzt nicht viel. Das ist so leckt. Ist ja gleich sowieso vorbei. So. Ja, das war jetzt eine Fail-Mission, sag ich jetzt mal. Und wir sind auf Stufe 12 aufgestiegen. Erstmal nur Stufe 12. Aber, siehe da, wir sind schon Stufe 13, weil wir jetzt zwei Gold-Herausforderungen gerade eben abgeschlossen haben. Ja, kriegen wir eigentlich eine doppelte Beförderung. Einmal neues Flugzeug, zweimal neues Flugzeug. Neuer Rang Senior, ach Gott, Senior Master Sergeant. Ja, Senior Master Sergeant Stufe 3 sind wir jetzt, glaube ich. Lass mich hier blühen, Stufe 3, glaube ich. Nee, Stufe 2. Ja gut. Haben einige neue Flugzeuge freigeschaltet. Insgesamt 3 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Waffenpakete. Ja, das ist doch ganz gut, ne? Boah, das ist ein stark krass schlechter Part. Tut mir furchtbar leid. Aber kann ich jetzt auch nichts mehr für. Ja, die nächste Mission wird sein Operation Torchlight. Das erinnert mich an das... Welches LP hieß nochmal Torchlight? Fragezeichen. Naja, wie auch immer. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Diese Mission wird natürlich im nächsten Part erst wieder gespielt. Bis dahin, ciao, euer Marky.